Heute, was geht ab, Leute? Ich habe gleich einen Termin und ich war gerade in der Nähe, ich wollte euch was krasses zeigen. Wäre eine super Hungstour gewesen. Und zwar eine mega, mega geile Fotolocation für alle, die sowas interessiert. Gleich hinter der Ecke. Hier. Bam! Krank, oder? Alter, da kann man auch so geile Fotos machen. Schaut's mal. Fast gestolpert, Leute. Richtig Orochimaru Summoning Jutsu, Mann. Richtig krass eigentlich. Ich glaube, ich mache mir hier mal ein Foto irgendwann. Aber Hammer. Digga, wie sieht meine Frisur aus? Okay, passt. Ich hatte gerade so wieder einen Termin, so ein bisschen Massage, dies, das. Nacken, Kopf, Hände, Beine, Rücken. Also nicht Beine, Füße. Null entspannen. Null, wirklich null. Aber Massage hat gut getan. Sie war halt ein bisschen aufgedreht und gar nicht darauf geachtet, was für Geräusche sie macht beim so zwischen den Sachen, wie laut sie was aufmacht und auch relativ laut geatmet und so. Aber egal, das ist nicht so relevant. Massage hat gut getan, Hauptsache. Aber also das war schon ein Erlebnis. Also sie war Corona-Leugnerin, hat mich die ganze Zeit gefragt, was ich davon halte, dies, das. War schon der große Reset-Knopf und dass irgendwas geplant ist und dies, das und Anti-Impfung und so weiter und so fort. Dass sie sich impfen lässt. Hat mich auch gar nicht nach Ding gefragt, ob ich geimpft war. Also schon, aber nicht im Sinne von, hast du hier einen Beleg, dass du hier rein kannst und sowas. Weil normalerweise musst du ja deinen Impfpass zeigen. Sondern eher im Sinne von, was, wie kannst du dich hier impfen lassen und so. Das war das eine. Das andere war, sie hat ein Startup, irgend so eine Schokolade, vegan, zuckerfrei, die sie jetzt gestartet hat. Davon hat sie auch viel geredet und habe ich zum Testen bekommen. Um ehrlich zu sein, war es gar nicht so schlecht. Also war es gar nicht schlecht. Also dafür, dass es zuckerfrei und vegan ist, kenne ich viel Schlimmeres und das war genießbar. Das war echt genießbar. Und ja, hat sie erzählt, dass sie das jetzt während der Corona-Krise, weil wir im Massageding halt natürlich in der Zeit total untergegangen ist, gestartet hat. Ich wünsche ihr da viel Erfolg. Und drittens oder viertens, sie will mir einen Coin andrehen. Krypto, ja. Natürlich haben wir ein bisschen Krypto geredet, was ich so mache. Sie will mir einen Coin andrehen, Platin-Coin. Keine Empfehlung von mir, Leute, ich muss ihn mir selber erstmal anschauen. Sie wollte ihn mir andrehen, sie so, boah, ich bin voll begeistert davon, das wird besser als Bitcoin. Ich hab da so einen Bekannten, der kennt sich voll gut aus. Das ist von irgendeinem halb Russen, halb Deutschen, krasses Projekt, wenn das mal läuft. Ich so die ganze Zeit nur, ah ja, interessant, ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Oh mein Gott, mein Digga, was für ein Erlebnis, ey. Okay, Leute, wir gönnen uns erstmal wieder was zu essen. Wieder bei Suzuki, weil es schon relativ spät und die meisten haben immer so Mittagspause. Und der hat einfach durchgelaufen. Platin-Coin. Ich habe mir gerade Platin-Coin angeschaut. Gleich die erste Frage war, ist Platin-Coin seriös? Und da stand ein fettes Nein. Scam, Abzocke. Nicht nachschauen, Leute. Gar nicht erst googeln. No. Bento-Box, Tagesspecial. Wie mir die Masseurin einfach einen Scam andrehen will. Da gab es auch so einen Artikel von, ich glaube TZ Online, dass es halt ein Scam ist. Und auch schon seit, also der Artikel schon von März oder so.
vielen Dank. Mein Gott, das sieht krass aus, Mann. Das sieht krass aus. Das hat der Dimi letztens. Aber ich weiß nicht, ob er es mit Chicken hat oder ohne. Das sieht krass aus. Ich muss sagen, das ist schon relativ klein. Bist du den Reis? Geschmacklich super, aber eigentlich schon ziemlich klein. Das ist eiskalt, Mann. Ich leg's mir da drauf, damit es warm wird. War lecker, aber ich muss sagen, heute war es mir zu kalt. Also nicht das Wetter, sondern das Essen. Ich weiß, Bento-Boxen isst man kalt, weil es ist eine Box, die nimmt man mit, also das ist sozusagen eine Mahlzeitbox und bis dann ist das halt schon kalt. War aber um ehrlich zu sein ein bisschen eklig dann beim Fleisch, weil das halt kalt ist. Ich esse echt nicht gerne kaltes Fleisch und das war halt so ein Burger-Patty, das heißt, das Fett hat sich auch wieder, weil es halt kalt ist, wieder angesammelt und dann ist, ja. Ich habe es dann in die heiße Schüssel getan, also warme Schüssel, weil die Schüssel war mir auch relativ zu kalt. Vor allem Hähnchen, wenn es kalt ist, hat es auch nochmal einen ganz anderen Geschmack. Deswegen, geschmacklich eigentlich geil, aber ich mag es alles wärmer und heißer. Ich krieg die SMS mit dem PIN nicht mehr, wenn ich meine Crypto.com Kreditkarte verwende. Jetzt rufe ich dort mal an und schau, die haben zum Glück so eine Support-Hotline und schau, wie ich das regeln kann. Liegt wahrscheinlich an meinem, dass ich das eingefroren habe, die Kreditkarte, und wieder aufgetaut habe. Aber schauen wir mal. Sonst so einfach so im Laden benutzen, kein Problem, aber online kriegst du halt immer so einen Code an deine SMS. Hier steht aber auch, also meine Nummer ist noch hinterlegt, aber der Code kommt nicht an. Aha, jetzt ist gekommen. Nach, was weiß ich, wie langer Zeit. Huh. Okay. Mein Schutzpatron von Pottermore. Frag mich nicht. Eine Freundin hat mich gefragt, was für ein Haus ich bin. Habe ich gesagt, Hufflepuff natürlich. Hufflepuff, Alter. Auch wenn einige meinen, ich wäre Slytherin. Und da hat sie mich nach meinem Schutzpatron gefragt. Ich so, Digga, kein Plan, was das ist. Da habe ich es gemacht jetzt und ich bin ein, oder mein Schutzpatron ist ein wilder Hase, Wild Rabbit. Klingt saftig, klingt stabil. Und Alter, ich komme immer noch nicht drauf klar. Ich habe so viele Reaktionen auf Instagram darauf bekommen, dass meine Masseurin einfach mir so ein Shitcoin andrehen wollte. Du musst einfach nur einmal googeln und sie war halt so überzeugt. Wirklich, Alter, sie war allgemein ein bisschen strange. Sie war auch von den anderen Zeug, was sie gelabert hat. Überzeugt. Habe ich das noch hier? Hier. Also das ist ihr Schokoladen-Startup. Das ist sie. Also das macht noch am meisten Sinn von dem, was sie heute alles so erzählt hat. Auf jeden Fall, du musst einfach nur Platin-Coin googeln und direkt, wirklich direkt, hier, Betrugsmasche, Platin-Coin. Darum warnen Experten, T-Online. Vor 6 Monaten oder so. Platin-Coin, Warnung. Mein Gott, ey. Sie guckt mir in die Augen, ernsthaft, und sagt, es ist besser als Bitcoin.
Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in nicht Platincoin, Bitcoin und DeFi, Mann. Cashflow generieren. Serious Business und ciao.